Hallo und herzlich willkommen zu Kreiskurs Gerau live hier aus dem Georg-Büchner-Saal des Landratsamtes. Mein Name ist Axel S. Heute ist Europatag und los geht's. Wow! Und heute gibt es bei uns nicht nur Aufführungen, sondern ich quatsche auch mit den Leuten, unter anderem mit diesem Herrn. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Ricardo Montero. Den Herrn, den wir eben gesehen haben, der heißt Philipp. Und Ricardo ist von Heartbeat Edutainment. Und vor einem Monat hat er den Crowdfunding-Contest des Deutschen Integrationspreises gewonnen. Und das Projekt Heartbeat Edutainment ist schnell erklärt. Bei den Jungs lernen Jugendliche in Workshops, sich musikalisch und sprachlich auszudrücken. Ricardo, herzlich willkommen in der Runde. Und meine erste Frage geht an dich und heißt, was seid ihr jetzt von Hause aus? Sänger, Tänzer oder Sozialpädagogen? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre, hier mit dir zu reden. Von Hause aus bin ich in erster Linie ein Mensch mit Herz. Und unser Team glaubt einfach daran, dass die Jugendlichen ihre Potenziale entfalten können durch die Musik und dadurch unser zukünftiges Europa formen können. Also wir sind unter anderem Musiker, Pädagogen, Coaches, aber vor allem Menschen. Und wer ist da eben aufgetreten? Woher kennst du diesen jungen Mann? Diesen jungen Mann kenne ich aus folgendem Umstand. Und zwar ist es in erster Linie mein Nachbar. Er ist praktisch groß geworden mit dem Einfluss seines Nachbarn, der lauten Hip-Hop-Musik aus dem Keller, wo die Beats produziert werden, wo gemeinsam Konzepte geschmiedet werden, um die Welt zu verändern. Ihn habe ich unter anderem auf sehr vielen Projekten schon mitgenommen. Er hat dort auch mit anderen Jugendlichen und Kindern Breakdance-Workshops durchgeführt, ist auch ein begnadeter Künstler und gestaltet unter anderem auch Graffiti-Projekte mit Kindern und Jugendlichen auf der sozialen Basis. Und um es ganz zu vervollständigen, er heißt Philipp, dass man das auch noch weiß. Genau, Philipp aka B-Boy Avatar ist er. Okay, das hätte ich mir nicht merken können, ich habe mir nur Philipp aufgeschrieben. Wie seid ihr auf die Idee für Heartbeat Edutainment gekommen? Ja, Heartbeat Edutainment, wurde ja schon gesagt, was es ist. Es ist einfach so gewesen, dass ich eine bisschen schwierigere Jugend hatte mit sehr vielen Problemen von zu Hause aus und die Musik hat mir sehr viel gegeben in meinem Leben. Es war nicht nur eine Therapieform, sondern sie hat mich in meinen Kompetenzen gestärkt, mir eine Stimme gegeben, mir Selbstbewusstsein gegeben und ich konnte meine ganzen Probleme verarbeiten. Und es hat sich einfach als Aufgabe herausgestellt, das wieder zurückzugeben an unsere Jugend. Ja, das machst du mit Bravour. Ich habe mir auf eurer Facebook-Seite ein paar Videos angeguckt und habe ich ein Video gesehen, das ist total witzig. Da steht der Ricardo in der Fußgängerzone, um dich herum ganz viel Jugendliche und Kids und du unterhältst dich mit den Jugendlichen in Rap-Form. Du hast noch auf einer Parkbank, ist glaube ich ein Laptop, da kommt Musik raus und du quatschst einfach mit den Jugendlichen und alles reimt sich. Wie entsteht so eine Situation? Gehst du da einfach hin und fängst an? Bist du mit den Kids verabredet oder hat dich da irgendjemand engagiert? Also wichtig zu wissen ist, dass mein Instrument ja die Stimme ist und ich vom Hip-Hop und vom Rap komme und ich kann das überall mitnehmen. Dementsprechend kann ich überall direkt praktisch diese Gabe einsetzen, um Menschenmassen auch zu bewegen und erst recht die Jugendlichen. Die sind halbvolle Wassergläser, nenne ich sie immer, wo man einen sehr positiven Input noch geben kann. Die Hip-Hop-Werte sind Peace, Love, Unity und Respect. Dafür steht auch Heartbeat Edutainment. Und dann kommt es unter anderem zustande, dass wir das mal auf der Straße machen, wo die Kinder vielleicht direkt sind und wir sie dort abholen. Oder unter anderem werden wir von Bildungseinrichtungen beauftragt, von Bildungswerken, Städten, Integrationsbüros und Kulturämter. Und dann kommen diese Projekte zustande. Okay, tolle Sache. Und im Vorgespräch hast du mir was ganz Interessantes erzählt. Das ist ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Das heißt Freestyle Rap. Was ist das? Freestyle Rap oder from top of the dome bedeutet, es geht, das sind einfach irgendwelche Wörter,
die direkt als Improvisation zusammengefasst werden in ein Rap oder in ein Gedicht, in ein Poetry, wie man es auch nennt, und die dann direkt nach außen bringt. Man sagt, die kommen aus dem Kopf. Und das kannst du? Das ist meine Leidenschaft und eine Gabe von mir, die mir gegeben wurde. Okay, und ich glaube, diese Gabe, wir wollen das jetzt hier mal live ausprobieren. Machen wir so, ich gebe dir jetzt das erste Wort und dann laufe ich hier rum und ihr gebt dem Ricardo weitere Worte. Wir fangen an mit Europatag. Leg los. A cappella? Selbstverständlich A cappella. Ich meine, wir haben ja nichts vorbereitet. Kein Problem. Europatag. Wenn der Axel mich gerade hier fragt, freestyle ich gerne über den Europatag. Ich bin jetzt gerade hier am Reden, am Mikrofon. Ich sehe hier schon in dem Raum verschiedene Nationen. Wir sind alle vereint. Ich verfasse es einfach in ein Rhyme. Flagge. Das sind Freestyle und wir sind einfach dabei. Und er sagt gerade Flagge, die Flagge mit den Sternen. Wir sind aneinander ganz nah anstatt weit entfernt. Sie ist blau und sie symbolisiert den Frieden, dass die Menschen zusammenhalten und sich weitgehend lieben. Sonnenschein. Er sagt Sonnenschein, aber davor reimt sich noch Frieden. Die Sonne scheint, denn ich weiß ganz genau, wir können den Krieg und den ganzen Hass auf der Welt besiegen. Dadurch, dass die Sonne scheint, sie bringt Licht in das Dunkle. Sie wirft den Schatten weg und ihr könnt mich gerade sehen, wie gerade funkeln. Und du sagst gerade Respekt, denn es reimt sich auch gerade direkt. Denn ich rappe jetzt gerade auf dem Beat hier perfekt. Aber es ist gar kein Beat vorhanden. Ich werde jetzt weiter hier reden. Ich rede von Respekt, denn wir sind der Sache überlegen. Farben. Und sie sagt Farben. Auf Farben kann ich sehr viel sagen, denn wir sind alle hier bunt und mit unseren Gaben und Talenten und inneren Werten, die wir gerade haben. Sie können mir auch ruhig gerne weitere, geben Sie mir weitere Fragen. Okay, Finale. Wow. Danke, danke. Das ist ja der Hammer. Vielen Dank, das war großartig. Ricardo von Heartbeat Edutainment. Vielen lieben Dank, Axel. Wow. Und weitere Infos über Heartbeat Edutainment gibt es auf Facebook unter Heartbeat Akademie. Und ich habe gerade hier gesehen im Stream, Patrick Fiederer sieht sich das Video an. Also Patrick, schöne Grüße aus dem Georg-Büchner-Saal. Peace.